Hallo, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, in Tampa im Raymond James Stadium, der Heimspielstätte der Tampa Bay Buccaneers, dem American Football Team aus der NFL. Die NFL Europe hat hier ihr Trainingslager aufgeschlagen, absolviert hier die ersten Einheiten, spielt die ersten Scrimmages, versucht sich in Form für eine Frühjahrssaison zu bringen. Also die Teams aus Barcelona, aus Amsterdam, aus Schottland und die drei Deutschen aus Berlin, aus Düsseldorf und natürlich die Frankfurt Galaxy. American Football im Hessenfernsehen, da war doch mal was, wird sich mancher fragen. Stimmt, Mitte der 90er Jahre, da gab es die legendäre Galaxy Night. Damals haben wir die Spiele in voller Länge übertragen. Diesmal kommen wir sehr viel kompakter daher und wir haben eine viel, viel bessere Sendezeit. Wir wollen die Saison der Galaxy verfolgen, sie immer auf dem Laufenden halten und manchen Hintergrund für sie aufhellen. Jetzt wird sich aber mancher fragen, American Football, ich habe das nicht so genau verfolgt, The Egg is Back, da war mal was. Für all diejenigen, die das nicht mitbekommen haben, gibt es jetzt nochmal Aufklärung. 10 Jahre American Football der Marke Galaxy, für Sie kompakt in 3 Minuten zusammengefasst. Jahre Frankfurt Galaxy, das ist eine Erfolgsgeschichte. American Football 1991, nur ein uramerikanischer Sportimport, ist in Frankfurt längst etabliert, ohne den exotischen Touch einzubüßen. Das Frankfurter Waldstadion, auch in dieser Saison, wird es 5-mal fest in lila-oranger Fanhand sein. Danach muss es dem Neubau weichen. Vor 10 Jahren war der bevorstehende Erfolg der damals World League genannten Sportliga noch eine vage Vision. Eine Vision im Kopf dieses Mannes. Oliver Luck, der erste General Manager der Galaxy, ein Macher mit vielen Talenten. Von Oliver Luck konnte man viel lernen, dass er eben nicht so in den Kampf mit Leuten geht, sondern immer versucht, Brücken aufzubauen. Und das hat er halt, als er 1990, um das vorzubereiten, in die Region kam, blendend gemacht, weil er wirklich zu allen Bereichen, ob das Medien, Administration, Stadt, Wirtschaft, Fans, Sport, in alle Bereiche, in zu allen Bereichen hat er Brücken geschlagen. Von dieser neuen Sache Galaxy aus Brücken geschlagen und dadurch das ganz schnell dann in der Region beheimatet. Doch nicht überall gelang die Installation der neuen Liga. Während die drei europäischen Teams sich zu echten Zuschauermagneten entwickelten, fehlten in Amerika Fans und Einschaltquoten. 1992, nach nur 2 Jahren, verschwand die Liga wieder in der Versenkung. Es war ja kein Ende. Es war ein Ende vor allem für die amerikanischen Mannschaften, aber es wurde dann sehr bald auch von der NFL klargestellt, dass diese Liga neu organisiert werden sollte. Das würde halt nicht so rasch geschehen, aber dass eben der Kernmitarbeiterstab in Deutschland erhalten werden sollte. 1995, der Neustart. Mit 6 europäischen Teams begann Phase 2 der ersten Profiliga des American Football auf dem alten Kontinent. Nach dramatischem Saisonverlauf brachte Headcoach Ernie Stoutner die Galaxy ins Endspiel nach Amsterdam, wo das Team, angeführt von Quarterback Paul Justin, ein mitreißendes Match zeigte. Frankfurt führte schon 26-7, musste dann aber bis zum Schluss um den Sieg bangen, denn Amsterdam kam bis auf 4 Punkte heran. Der World Bowl-Gewinn im Amsterdamer Olympiastadion vor über 10.000 mitgereisten Fans. Das war einer der Höhepunkte der jungen Galaxy-Geschichte. Drei Jahre später, diesmal in Düsseldorf und unter Cheftrainer Dick Curl, gewann die Galaxy den Titel Nummer 2. Hier der Siegestouchdown, ein Pass von Pat Barnes auf Andy McCullough. Der brilliert mit einem spektakulären Catch, der so ganz selten gefangen wird. Vor 6 Tagen ist das Team 2002 gelandet. Es will in die Fußstapfen der Vorgänger treten und gegen alle Widerstände den 3. Titel holen. Vor dem ersten Scrimmage ist natürlich jeder nervös. Es stellt sich die Frage, wird die Taktik, wird die Strategie aufgehen? Werden die Spielzüge, die man eingeübt hat, funktionieren? Jeder Trainer hat eine eigene Philosophie, wie ein Footballspiel zu gestalten ist. Und uns stellte sich natürlich die Frage, mit welcher Taktik, mit welcher Philosophie geht Frankfurts Trainer Doug Graber
in die Aufgaben hinein. Also zunächst mal hoffe ich, dass meine Mannschaft vor allem durch die Defense und die Special Teams bestimmt wird. Ich bin jetzt schon sehr von unserer Abwehr überzeugt. Unsere erste Defensive Line ist sehr solide, die Linebacker sind gut und wir haben einige Jungs, die ordentlich Druck auf den gegnerischen Spielmacher ausüben können. Unsere Special Teams sind in hervorragender Form und wenn die funktionieren, dann funktioniert das ganze Team. Was den Angriff angeht, spricht natürlich jeder über unseren Quarterback Joe Hamilton, der zwar klein ist, aber trotzdem ein großer Spielmacher. Unsere Offensive Line ist ebenfalls stabil und ich glaube wirklich, dass wir ein gutes Team haben. Wie fällt der Vergleich zwischen Joe Hamilton und den Quarterbacks des letzten Jahres aus? Also Joe ist in jedem Fall besser als der Quarterback letzte Saison. Er ist extrem vielseitig, er ist vor allem ein Gewinner und Joe ist ein Teamplayer. Ich glaube, die Fans in Frankfurt werden zunächst einmal überrascht sein, wie klein er ist. Aber was wirklich zählt, ist nicht die Körpergröße, sondern das Kämpferherz. Der beste Quarterback ist nichts wert ohne seine Angriffslinie. Was sind das für Jungs? Also zunächst mal muss ich sagen, unsere Offense ist auch gut besetzt. Insbesondere auf drei Positionen. Da ist zunächst einmal der Left Tackle, der sehr, sehr gut ist. Lewis Kelly hat jetzt schon 2 Jahre NFL gespielt. Dann unser Center, Wilbert Brown, ein exzellenter Footballspieler und den Fans noch bestens bekannt aus dem letzten Jahr. Unser Right Guard, Mike Clair, ist auch ein guter. Und Kendall Mack nicht zu vergessen, er ist ein beeindruckender Left Guard, 160 Kilo schwer. Was die Position der Right Tackles angeht, haben wir 2 Top-Athleten und die kämpfen im Moment ganz hart um einen Platz im Team. Diese Liga ist zwar vom Passspiel geprägt, gleichwohl stellt sich die Frage, konnten sie ihr Laufspiel verbessern? Ein Problem im letzten Jahr. Wir werden wahrscheinlich mehr laufen als alle anderen Teams der Liga, wobei ich glaube, dass es auf die richtige Balance zwischen Lauf- und Passspiel ankommt. Und wir haben gute Running Backs, zum einen Marlon Jackson und auch Curtis Alexander von den Buffalo Bills. Der hat mich sehr überzeugt. Außerdem hatten wir einen Jungen namens Robert Sanford und auch da gab es einen harten Kampf um die Plätze im Team. Die Special Teams waren eine Katastrophe letztes Jahr. Ja, da hatten wir echte Probleme letzte Saison. Aber zunächst mal muss ich sagen, in diesem Jahr bin ich der Coach der Special Teams und ich habe sie ordentlich unter Druck gesetzt. Sie sollten mich besser nicht enttäuschen. Alles in allem muss ich sagen, haben wir wirklich ein viel besseres Team als letzte Saison. Und wenn es im Team nicht stimmt, sieht man das zuerst an den Special Teams. Und genauso war es letztes Jahr. Aber diese Saison bin ich schwer überzeugt von meinen Special Teams. So, wir haben jetzt schon einiges erfahren über American Football der Marke Galaxy. Wir haben einen Blick in die Historie geworfen. Wir haben uns über Spielsysteme ausgelassen. Aber natürlich interessiert uns brennend die Frage, mit welcher konkreten Ambition geht das Team in diese Saison hinein? Wie haben Sie sich im Trainingslager angestellt? Waren Sie fleißig? Und vor allen Dingen, wie haben Sie Ihr Scrimmage gegen Berlin Thunder gespielt? Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. Also mangelnden Einsatz kann man der Mannschaft nicht vorwerfen. Daniel Benetka quälte sich im Kraftraum wie alle anderen auch. Ein Kraftpaket wie Gary Frenge aus den Anfangsjahren, der 275 Kilo auf der Bank drückte, war allerdings nicht dabei. Und wer so hart trainiert hatte, der musste auch gut essen. Die Portionen wurden in Kilos gemessen und dabei kamen sich Werner Hippler und Daniel Benetka auch kulinarisch näher. Die beiden, die Stars in der Mannschaft, und der Trainer sieht sie nicht als Deutsche, sondern als Spieler. Auf dem Spielfeld wurden viele der Angriffsoptionen umgesetzt. In der Tat, Laufspiel war eine Option, aber auch die Quarterbacks konnten sich beweisen und einige fielen durch. Chris Sanders, er wurde gecuttet. Eine der schöneren Einlagen war für Spieler Marlon Jackson, den Running Back, und für Damon Hodge inzwischen auch gecuttet. Der Sumo-Kampf beim Eishockeyspiel der Tampa Bay Lightning gegen die Boston Bruins. Die Zuschauer trauten ihren Augen nicht, dass da zwei echte Profisportler sich dermaßen auf dem Eis balgten. Wenn sie so auch im Spiel zur Sache gehen, kann eigentlich nichts anbrennen. Im Scrimmage gegen Berlin ging vieles schief. Irgendwie endete es 12-12.
Es wurde noch ein bisschen gekickt, aber der Trainer war unzufrieden, hatte keine Probleme, nach diesem Auftritt 4 Spieler zu entlassen. Chris Sanders, das war mal ein gelungener Pass, aber insgesamt bot er zu wenig. Sicherlich die spannendste Frage in jedem Jahr ist, wer sind unsere Quarterbacks? Jack Hawley, Chris Sanders und Joe Hamilton hat die Galaxy in diesem Jahr gewählt. Und das sind ganz besondere Typen, nicht besonders groß, aber haben einen mächtigen Wurfarm. Wir würden gerne mit Ihnen sprechen. Sie können sich vorstellen, das ist etwas schwierig in der momentanen Situation. Also haben wir Mittel und Wege gefunden, an anderem Ort das nachzuholen. Und wo ist ein Quarterback besser platziert als am Steuerrad? Wenn ich an diesem Stadion vorbeifahre, sehe ich vor allem mich selbst und den ersten Touchdown meiner Profikarriere. Und genau das ist es, was Tampa und das Trainingslager hier für mich ausmacht. Wenn du die Frankfurter Trainer und die aus der NFL in der kommenden Galaxy-Saison beeindrucken kannst, glaubst du dann an eine echte Chance, hierhin zurückzukehren? Und das ist wirklich schwer zu sagen. Manche meinen, in der NFL Europe wird auf einem niedrigeren Niveau gespielt. Manche sagen, es wäre ein Rückschritt. Aber ich glaube, ich kann dort meine Fähigkeiten weiterentwickeln und vor allem Erfahrung sammeln. Und was ich auch will, das ist vor allem Football spielen. Denn ich habe seit 2 Jahren keine Matchpraxis mehr und die hole ich mir jetzt. Und wenn alles nach Plan läuft, werde ich eine neue Chance in der NFL bekommen. Wenn mir jemand Steine in den Weg legen sollte, werde ich diese als Chance nutzen, um noch besser zu werden. Wie beschreibst du dich Leuten, die dich nicht kennen? Was für ein Quarterback bist du? Also ich bin ein Quarterback, der in der Lage ist, jeden angesagten Spielzug umzusetzen. Egal ob Dropback, 7-Step, Play-Action, egal was man mir sagt, ich werde es ausführen. Und das Allerwichtigste, was ich über mich sagen kann, ist, ich liebe es zu gewinnen. Verlieren ist keine Alternative, ich hasse es zu verlieren und ich tue alles, um am Ende als Sieger dazustehen. Jedes Jahr stellt sich im Trainingslager die Frage, wie gut sind diesmal die deutschen Spieler, die Nationals? Wer wird National Starter in der Offense, wer in der Defense oder schafft es einer der Spieler, sich überhaupt als Starting Player zu etablieren? Coach Doug Graber ist der Meinung, dass er eine so gute Gruppe zusammen hat wie noch nie. Er hält große Stücke auf die Spieler, wie zum Beispiel Werner Hippler, den er ja erstmalig persönlich kennengelernt hat in diesem Trainingslager. Und er will dieses Makel National den Spielern nehmen. Er hält sie für gleichwertig. Spieler, die genauso gut sind wie die Amerikaner. Wollen wir ihm das glauben oder schauen wir einfach mal rein? Daniel Benetka, der Mann aus der Defense Line, der Shooting Star der letzten Saison. 20 Kilo hat er abgenommen, wiegt nur noch 130, trug dafür aber 250. Und nachts, da studierte er noch die eingeübten Spielzüge. Ich bin jetzt 27 und ich habe für mich halt das Ziel gesetzt, dass mir der NFL dieses Jahr klappen muss. Und wenn nicht, ich mir sonst andere Ziele setze. Ich meine, in der NFL Europe kann man immer noch spielen, viele Jahre, also da ist kein Problem. Aber wenn ich jetzt den Sprung in die NFL schaffen muss, muss es dieses Jahr klappen. Der Passfänger Slavomir Rybacek, er hatte die Kreuzbänder gerissen, vor 2 Jahren war er schon mal dabei. Letzte Saison fehlte er verletzungsbedingt. Er ist fast wieder der Alte. Man strebt natürlich nach höheren Zielen, man versucht immer weiterzukommen auf jeden Fall. Also erstes Ziel ist halt, sich im Team zu behaupten und dann einfach was Gutes dazu beizutragen, dass wir gewinnen. Und dann natürlich versucht man auch, die größeren Ziele anzupeilen. Hippler ist weg. Werner, der Publikumsliebling, der Herzensbrecher. Der Mann kann fangen, der Mann kann blocken und schon beim Longsnap wurde er gesichtet. Für die Fotografen ist er das beliebteste Motiv. Im Kraftraum ist das locker angehen. Ja, mein Ziel ist halt NFL Europe jetzt noch, sag ich mal, den World Bowl zu gewinnen, die besten Fans der Welt wieder zu begrüßen. Ich fühle mich wieder zu Hause in Frankfurt und dann auf jeden Fall viel Spaß zu haben, wie 99 zum Beispiel das letzte Mal, wo wir den World Bowl gewonnen hatten. Dusty Pierce, der Mann kommt aus Würzburg, hört man doch schon am Namen. Auf den Linebacker hält der Trainer große Stücke. Ein Mann mit Starqualitäten. Raum NFL wird immer bleiben und so, es ist immer noch ein Ziel, also ja, ob es passiert, kann ich nicht sagen, aber ich meine, mein Ziel ist es auf jeden Fall, da mal so ein Trainingslager mitzumachen und so.
Hier im Raymond James Stadium ist man natürlich Fan der Tampa Bay Buccaneers. Eine ganz besonders treue Sorte Fans sind allerdings die der Galaxy. Die kommen nicht nur ins Trainingslager, backen Kuchen, überreichen sie die Feuer in ihrer Mannschaft auch am Spieltag an und haben auch ansonsten während der Saison jede Menge Aktivitäten zu bieten. Zum Auftakt gab es im Trainingslager Selbstgebackenes. Der galaktische Fan Thomas Wesser hielt eine flammende Ansprache. Glaubt an euch selbst, glaubt an eure Fans und ihr gewinnt die Meisterschaft. Verstanden hat es keiner, geklatscht jeder. Ja, das ist also das Grundvoraussetzung, dass man so ein bisschen neben der Schiene herläuft. Also wir kosten Schweinegeld, aber es macht einen Riesenspaß. Gestern zum Fantag brachte er noch 4000 Gleichgesinnte mit ins Waldstadion. Die Spieler gaben Autogramme, standen für Fotos zur Verfügung, jede Menge Einzelgespräche und Terrence Simmons, der 1,99 Meter, 144 Kilo Tackle, zeigte noch andere Talente. Nächsten Samstag gegen Berlin Thunder, den Titelverteidiger, gibt es im Stadion dann rund 30.000 Spielansagen. Danke, dass ihr gekommen seid. Wir haben ein gutes Team. Zweimal täglich Training auf dem Grünen, dazu die Arbeit im Kraftraum und ungezählte Videostunden mit den Trainern, keine Frage. Die Spieler der Frankfurt Galaxy brauchten Zerstreuung. Sie fanden sie unter anderem beim Eishockeyspiel der Tampa Bay Lightning gegen die Boston Bruins. Aber auch andere haben hart gearbeitet, um sich für die Saison in Form zu bringen. Die Rede ist von den Cheerleadern, die am Game Day schon Stunden vor dem Spiel bis tief in die Nacht ihr Team anfeuern müssen. Einen der interessanteren Termine hatten sie in der Vorbereitung auf Mallorca. Bald steppt er wieder, der Bär im Frankfurter Waldstadion. Bevor die American Football Saison beginnt, ging's für die Cheerleaders ab nach Mallorca. Fotoshooting für ihre Fans. Zugegeben, es gibt schlimmere Arbeitsplätze als einen Pool in Palma de Mallorca. Aktiv modeln fürs Objektiv ist rein subjektiv. Super klasse, das ist wirklich eine neue Erfahrung für mich. Und die Mädels sind auch total lieb. Der Spaßfaktor so hoch wie der Sonnenschutzfaktor. Ein schöner Popo in H2O, dazu Mallorcas Sonne als passende Lichtquelle. Es floss nicht nur Sonnenmilch, sondern auch reichlich Schweiß. Cheerleaders sind keine Hupfdohlen. Körperliche und geistige Fitness sind Grundvoraussetzungen. Wer das nicht mitbringt, der konnte gleich zu Hause bleiben. Und fotogen sein gehört sowieso zum Geschäft. Vier Wochen Camp in Tampa, vier Wochen härtestes Trainingslager, da ist mancher Tropfen Schweiß geflossen und nicht jeder Wunsch konnte erfüllt werden. Viele Träume sind geplatzt, einige Spieler haben den Weg nach Europa gar nicht erst antreten können, aber jene, die sich qualifiziert haben für ihre neuen Teams, die werden alles dafür tun, um mit ihrer Mannschaft den World Bowl zu gewinnen. Die Spieler der Frankfurt Galaxy stehen dabei unter einem besonderen Druck, denn ihre Fans sind die Besten der Liga. Sie werden sie unterstützen, um gemeinsam am Ende der Saison feiern zu können. Wir würden uns freuen, wenn auch sie uns unterstützen und montags Hessen-Fernsehen schauen, denn wir wollen über die Spiele der Frankfurt Galaxy berichten und sie immer auf dem Laufenden halten. Wir wollen hoffen, dass wir gemeinsam viel Spaß haben bis zur letzten Sendung in dieser Saison.